Also dieser Baum ist 26 Meter hoch, ist eine Rotfichte, das ist auch der klassische Weihnachtsbaum. Der kommt in diesem Jahr aus der Eifel und es ist immer wichtig, dass der Baum nachhaltig gefällt wird. In diesem Jahr kommt der Baum jetzt wieder aus der Eifel, aus einem Privatwald und muss da jetzt im Zuge einer Durchforstung muss der gefällt werden. Ja, jetzt findet sie ein schönes Ende bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Also wir fangen im Grunde genommen jetzt, sobald er wirklich fest in seinem Ständer steht, fangen direkt, ich glaube, 8 Dekorateure an, den Baum zu schmücken. Da kommen dann die LEDs rein und ja, die großen Kugeln werden dran gehangen. Also wir haben keine Zeit zu verlieren, hier geht es jetzt direkt weiter. Sobald der Weihnachtsmarkt beendet ist, wird der Baum natürlich abgeschmückt, wird schon mal in kleinere Teile zerlegt und landet dann im Zoo und dann haben die Elefanten noch was davon. Auch der Baum wird dann eben nach Betriebsschluss wird der ausgeschaltet über Nacht. Und dann erst wieder am nächsten Morgen, wenn wir den Markt öffnen, wird der Baum wieder angeschaltet und das Lichterzelt, was sich ja auch noch über den ganzen Platz immer spannt, das wird dann erst mit der Dämmerung dieses Jahr angeschaltet.